Ja, fast richtig, aber okay. Brauche ich ja im Moment nicht. So, Leute, damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Hollow Knight. Wie ihr seht, haben wir jetzt nach 22 Stunden einfach mal hier schon 103%. Das heißt, wir nähern uns dem Ende und auch nicht so direkt. Dann müssen wir jetzt mal schauen, was noch übrig bleibt, was noch übrig ist. Wie gesagt, ich... Ach, das... Ja, okay. Wie gesagt, ich hatte jetzt eine ganze Zeit lang nicht gespielt, da ich leider sehr erkältet war. Genau, wir müssen als nächstes auf jeden Fall... Hallo, danke. Ich glaube, wir haben so gut wie alles gefunden. Wir haben alle Medaillen, wir haben alle Käfer und mir fehlen jetzt noch... Da unten ist mein Teleporter, wo wir jetzt gerade auch sind. Ach, da oben ist meine Seele, die müssen wir ja noch holen. Ach! Ich weiß, wo wir aufgehört haben. Komme ich von hier aus überhaupt da schnell hin? Da hoch. Alles klar. Kriegen wir hin. Jetzt ist mein Mikro etwas. Ich muss das mal ein bisschen weiter nach hier schieben. So, damit ich mehr Platz habe unten. Ja, alles klar. Und stopp. Ja, ich muss mich erstmal einspielen. Jetzt, wie gesagt, das letzte Mal, dass ich gespielt habe, ist jetzt ein paar Wöchelchen her. Vielleicht funktioniert es jetzt auch direkt besser, weil ich mich irgendwie... Ne, ich glaube nicht. Ich kann mir direkt erstmal hier... Ah, ich habe Pilzsporn dabei, ne? Wo kriege ich denn jetzt hier Seelen her? Verdammt. Kann ich mir in den Brunnen vielleicht Seelen sammeln irgendwie? Gib mir Seelen. Nein? Oh, dann halt nicht. Guck ich mal, ob ich noch irgendeine wische, dass der mir Seelen spendet. Weil die dicken Viecher sind schon relativ schwer, haben wir letztes Mal festgestellt. Ja, jetzt wäre, wie gesagt, ne, ich, Yeah! Geh weg. Nein, hör auf! Nein, oh Gott, das war zu nah. Hör auf, den anzuschießen, Mann! Okay, nein, oh! Alter, hör doch auf! Ne, der ist mir etwas zu nah. Danke. Danke. Ah, ich hasse dieses kleine Scheißvieh. Oh, okay. Velmi Artrist. Alter. Gut, dass wir das geklärt haben. Verdammt, jetzt lade ich mich erstmal auf und hab dann wieder keine Seelen mehr. Hat sich ja gelohnt. Oh, verdammt, ey. Ach, die Seele war auf der anderen Seite, ne? Na. Seele. Hab ich nicht, danke. Au, oh, das war knapp. Wow. Okay. Alles gut. Zu früh reingecharged. Okay. Alles klar. Ja. Okay, alles gut. Okay. Ja. Fast schon wieder vergessen. Einfach durchchargen. Was mache ich denn hier? Ich mache wieder nur Blödsinn. Egal. Ja! Nice! Alles klar! Oh, das war knapp. So, damit haben wir das auch schon wieder. Das haben wir alles. Ach, genau, was wir auch noch machen müssen, ist die ganzen Gegner hier besiegen, ne? Das würde ich aber dann sozusagen
also offscreen hinlaufen und euch dann nur Bescheid geben, wo mir noch welche gefehlt haben, wo ich dann gerade bin und da hinten noch. Wo bin ich jetzt nochmal gerade? Ich war doch hier irgendwo, ne? Hä? Habe ich mein Seelending nicht dabei? Ach so, ich habe gar keinen Kompass dabei, ne? Ja. Schaut sehr danach aus. Das heißt, wir sind... Oh, war das jetzt? Oh Gott, ich bin verwirrt. Ah, genau, da. Ah, hier unten sind wir. Ja, genau, genau, genau. Das heißt, ich muss jetzt rein theoretisch wieder... Also dahin wäre da der einfachste Weg, von dem Käfernest aus. Aber ich muss eh nochmal zurück in den Hive. Das heißt, ich würde jetzt zurückgehen, mit der Bahn fahren und dann da hoch. Ja, machen wir auch so. Ich hoffe, ich kriege jetzt nicht zu hart nochmal aufs Gesicht von irgendwem. Hui. Hui. Keiner mehr da? Das ist doch klasse. Rip. Mit der Bahn einmal nach rechts. Ich bräuchte bitte einmal die Bahn. Ja, bitte, danke. Und dann können wir rüber. Ich weiß, ich wiederhole mich. Aber wir müssen rüber. Nach rechts müssen wir. Rinder. Erstmal heilen. Oh, wunderschön. Nach rechts und zum Hive. Ja, wie gesagt, so viel fehlt uns jetzt gar nicht mehr. Ich frage mich zwar immer noch, was wir bekommen, wenn wir dieses hässliche Vieh hier besiegen. Ach, und was ich euch noch erzählen wollte, ist, wo ich jetzt schon einmal dabei bin. Wisst ihr, warum es in der Stadt der Tränen immer regnet? Also, in diesem Bereich hier, mittig jetzt gerade, ne, hier wo die ewige Warte ist und der das Seelenheiligtum, hier regnet es ja immer. Warum? Hat mir letztens erst einer erklärt, weil hier oben der blaue See ist. Die haben eine Stadt unter einem See gegraben. Und deswegen regnet es hier die ganze Zeit. Da muss man erstmal drauf kommen. Da wäre ich nie drauf gekommen, ehrlich nicht, von alleine, also. Da hat mir einer den guten Tipp gegeben, so von wegen, ey, hast du schon mal überlegt, da ist ein See, ne? Ja. Übrigens habe ich auch rausgefunden, wenn wir haben ja den Keystone, hier. Das Schwarmblut, ich dachte, du wärst ein Gegner. Das Schwarmblut. Wenn wir das dabei haben, greifen uns die Bienen nicht mehr an. Hab ich auch letztens erst rausgefunden. Ah, awesome. Erstmal direkt richtig gut. Fail. Da bin ich Obwohl, so kann ich Seelen sammeln. Ja, das war mein Plan. Das war genau der Plan. Hier müsste... Lol, es leckt. Slagged. Ja, reicht mir an Seelen. Müsste eigentlich reichen. Müsste eigentlich reichen. Sind hier noch Gegner außerhalb von dem... Außer dem fetten Vieh. Ja, alles klar. Ich wollte gerade sagen, irgendwann muss ich ja mal chargen. Sind hier sonst noch irgendwelche Gegner? Alles klar. Eine fette Hummel. Wow. Das lief auch gut. Damit haben wir volle Seelen. So, alle kleinen Bienen auch weg. Wo ist denn das Vieh? Muss doch irgendwo hier sein. Wo bist du? Hä? Ich bin doch im richtigen Raum, oder? Das muss doch irgendwo hier sein. Oder vielleicht weiter oben? Nee, auch nicht. Hey, ich bin definitiv im richtigen Raum. Entschuldigung. Hab vergessen, Nasenspray zu nehmen. Boah, richtig schön. Ne, schneide ich raus.
ich bin doch definitiv im richtigen Raum. Und hier ist die scheiß Fackel. Och, jetzt sag nicht, dass die fette Biene das Ding kaputt gemacht hat, wo das eigentlich draufsteht. Das wäre jetzt so richtig mies. Ach so, das war jetzt eigentlich gar nicht die Intention dahinter, aber umso besser. Ich wollte eigentlich nur ein paar Gegner besiegen, damit wir hier, damit irgendwas resettet wird. Aber das muss ja hier sein. Ey, das ist auf jeden Fall zu 100% der richtige Raum. Ah, weiter oben. Okay. Bitte noch nicht chargen. Gut, hier sind keine Gegner mehr. Das heißt, wir können den richtig schön alleine platt machen. Das war jetzt nicht so gut. Oh, der Assi. Jetzt habe ich mich gleich erschrocken. Okay, okay. Kriegen wir aber hin, das kriegen wir hin. Ey. Warum steht der denn immer hinter... So, das hat getroffen. Jetzt... Was macht er? Ah, okay. Ey, mein Gott. Junge, Junge, Junge. Jetzt verkacke ich aber wieder... Irgendwie macht ihm das keinen Schaden, oder? Oh! LOL! LOL, mein kleines Vieh hat ihn besiegt. Okay, das war jetzt mega Glück. Mega Glück. Ja. Ja, umso besser. Ey, ich beschwere mich nicht, ne? Jetzt fehlt uns nur noch hier ganz hinten in die zwei, die zwei. Da kommt man einfach hin von da oben nach da unten. Ich würde aber erst nach hier hinten gehen. Da ich da einfach mit dem mit der Schneckenpost hinkomme. Machen wir mal kurz. Swing! Ich glaube, hier in dem Bereich haben wir auch alles. Also im Schwarmbereich. Hier war ja auch eine schöne Bank. Da können wir uns erstmal wieder erholen. Bitte aufstehen. Sweet. Nicht das Hirschkäfernest, sondern. Nee. Doch, das Hirschkäfernest. Nee, ist das nicht dieses entfernte Dorf hier? Ich bin mir ganz kurz, ganz unsicher. Muss ich echt zugeben. Aber kriegen wir auch alles hin. Oh, Freeze sitzt. Oh, jetzt habe ich hinten so einen kleinen Stubi. Sieht auch gut aus. Und jetzt gucken wir mal, dass wir das... Oh, ich habe keine Seelen, ne? Oh, das ist auch so ein richtig bitterer Bereich. Wenn ich einmal runterfalle, falle ich ganz runter. Ich würde ihn nach hier locken, glaube ich. Unter mir? Njam, 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 hör auf, um zu krakeln. Hier geht's noch hin. Hier drin, oder was? Hey, hallo? Babala, Geno. Hier ist Brumm. Das ist der Akkordeonspieler. Hm, du bist gekommen. Die rote Flamme habe ich in diesem toten Königreich gesammelt. Du beanspruchst sie für unseren Meister, für seinen letzten Akt. Das Ritual spielt sich erneut ab. Wir sind wie Noten in einem alten, alten Lied. Du und ich, Mrrm. Lieder vom Lieder von Aufopferung und Knechtschaft, die sich endlos wiederholen. Für das Ritual, für die Truppe, für den Meister. Selbst dieses Kind wurde in unsichtbaren Ketten geboren. So dienen wir, wie es schon immer war, ja? Dann nimm die Flamme, deshalb bist du gekommen. Er gibt die einfach so? Baba Gundala. Baba Gundala. Es ist getan. Und doch, es ist kein Zufall, dass wir uns hier treffen. In den dunkelsten, fernsten Weiten der Welt. Wo es Meisters scharlachrotes Auge uns nicht sehen kann. Mrrm. Ein Lied ohne Ende ist überhaupt kein Lied. Du beteiligst dich an dem Ritual. Doch ich spüre... dass du selbst wahrscheinlich keinen Meister hast.
Ist dem so? Zusammen können wir vielleicht diese Flamme, fahle Flamme verbannen und dieses tote Königreich in Frieden ruhen lassen. Falls du wünschst, diesen endlosen Lied verstummen zu lassen, triff mich dort, wo alles anfing. Okay. Wo alles anfing? Wo alles anfing? Wo alles anfing? Jetzt bin ich am Überlegen, wo alles anfing. Moment, wo ich angefangen habe oder wo das... Nee, er meint bestimmt, wo das Spiel angefangen hat. Also, in den heulenden Klippen? Ich bin am Anfang hier... Wo habe ich angefangen? Da unten. Beim Königspass. Da bin ich irgendwie runtergefallen. Da so bin ich aufgewacht. Und dann bin ich da hochgegangen. Also muss es irgendwo da sein. Oder meint er jetzt den eisigen Thron? Da, wo die Seuche halt... Aber das hat ja nichts mit seinem Sidequest sozusagen zu tun. Ich glaube, es ist... Also, ich würde jetzt erstmal vermuten, es ist hier oben. Das heißt, ich gehe jetzt erst einmal die nächste Flamme holen. Das war hier oben im... Hä, wo ist sie hin? Hallo? Hä? Hä? Wo ist das Ding? Ach so! Ach so! Okay, es waren 4 Flammen zur Auswahl und das war sozusagen eine... Das heißt, das hätte man gar nicht finden müssen? Okay, dann gehe ich direkt nach da oben. Ey, das will ich jetzt wissen. Ach so. Ich wollte gerade sagen, wo ist er hin? Komm wieder hier hin! Genau, bring mich zu deinem Nest. Hirschkäfernest. Dann gehen wir von da oben einfach runter. Aber was anderes? Oder wo es anfing? Wo es anfing? Er kann ja nur meinen, wo unsere Geschichte angefangen hat. Oder Moment! Oder er meint, wo wir die Sidequest aktiviert haben. Das war ja... Nee, das war auch hier oben. Das war hier unten, da unter Jonins Ruhestätte. Da hat alles angefangen. Da haben wir die Sidequest aktiviert. Da meint er bestimmt das. Ich probier's einfach mal aus. Ist ja jetzt alles hier in derselben Ecke. Aber... So, Jonins Ruhestätte müsste hier direkt unter uns sein. Das heißt, ich muss... Ne, das jetzt geht's rüber in die andere Steppe, ne? Oder war das hier? Moment. Heulende Klippen. Ich bin jetzt nicht da rein. Ich bin. Ne, hier ist Jonins Ruhestätte. Ich muss nur eins tiefer. Ja, ganz sicher. Da war es hell, auf jeden Fall. Das heißt, noch eins. Ne, noch tiefer. Hier war das. Ja, hier war das. Genau. Okay. Er meinte echt hier. Baba Gundala. Du bist mir also hierher gefolgt, Baba Gundala. Wo das Ritual begann. Du willst mir also helfen, es zu brechen? Es ist schmerzvoll, sich dem Meister zu widersetzen, aber unsere Ernte, sie entweiht diese dunkle, stille Königreich. Ich will sie scheitern sehen. Jetzt zerstören wir den Anker und verbannen wir den Meister. Niemals soll er wieder hierher zurückkehren. Achso, soll ich... Was ist jetzt passiert? Haben wir damit die Sidequest beendet, oder was?
Ich bin mir etwas unsicher, was ich da jetzt gerade getan habe. Ob das gut oder schlecht war, wenn ich ehrlich bin. Wir haben den Meister verbannt. Okay, der wollte... Aber mein Amulett? Wieso denn? Moment, wie viel Prozent habe ich jetzt? Habe ich jetzt weniger? Ne, immer noch 103. Okay, jetzt gehe ich mal zu meinem Anfang, ob er das meinte. Also, nein, natürlich meinte er das jetzt nicht mehr, ne? Wir haben ja jetzt herausgefunden, was er meinte. Aber vielleicht... Ich weiß nicht, ob das gut war, was ich jetzt... Oh, Entschuldigung. Ich weiß nicht, ob das gut war, was ich jetzt hier gerade getan habe. Ich bin mir ehrlich unsicher. Also, richtig ehrlich so. Putz. Ja, hier war noch der Nagelmeister. Gehen wir den nochmal besuchen, wenn wir schon einmal hier sind. Ich kann mal hier seine Energie aufladen. Ja. Finello, bam. Nee, ja, alles gut. Okay. Okay, das haben wir schon gehört. Alles gut. Okay. Also ich bin mir ehrlich gesagt jetzt sehr unsicher, ob ich das Richtige getan habe. Ist da... Nimm. Ah, hallo, ich bin neu in dieser Gegend. Also ist es großartig, in einem so traurigen Dorf so ein freundliches Gesicht zu sehen. Der alte Käfer dort drüben war sehr einladend, doch trotzdem erscheint mir dieser Ort eher betrübend. Mit dem Wind und der Dunkelheit und diesem Gefühl des Verfalls. Ich hatte gehofft, meine Musik könnte dieser Siedlung wieder ein bisschen Leben einhauchen. Und jetzt bist du ja hier, mit dieser wundersamen, reizenden Aura, die dich umgibt. Das gesamte Dorf scheint plötzlich viel heller. Bevor du wieder davon eilst, habe ich ein kleines Geschenk, um unsere wunderbaren neuen Freundschaft zu feiern. Mir selbst bringt es wenig, doch ich denke, an dir könnte es äußerst schick aussehen. Bitte freu dich daran und hoffen wir, dass wir uns bald öfter wiedersehen. Sorgenlose Melodie? Was ist das? Zeichen des Beginns einer wunderbaren neuen Freundschaft. Enthält ein schützendes Lied, das den Träger vor Schaden bewahren kann. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe das falsche Ende gewählt. Fuck. Jetzt habe ich schon gespeichert. Scheiße. Ich habe eben auch schon mal gespeichert. Oh, Leute. Ich erinnere mich gerade an den Speedrun, den ich mal geguckt habe, mit 106%. Wie viel Prozent haben wir jetzt? 105. Okay, dann ist der Quest, hat wohl trotzdem noch Prozente gebracht. Oh, Leute, ich habe das falsche Ende genommen. Ich dachte, das wäre ein Teil davon. Aber anscheinend beenden wir damit die Sidequest. Oh, ich bin so dumm. Jetzt bin ich richtig angefressen. Fuck. Weil eigentlich hätten wir nochmal gegen den Boss kämpfen können. Halt gegen den Meister von denen. Also gegen ihn. Aber als ultimative Version sozusagen. Oh nein, dann hätten wir nochmal so einen Fight gehabt wie beim ersten Mal. Nur halt als ultimativer Grimm sozusagen. Boah, ist das kacke. Ey, jetzt bin ich richtig angefressen.
Oh. Ey, das ist doch nicht euer Ernst jetzt. Ich dachte, man könnte das trotzdem machen. Ey, ich hab doch. Hab ich jetzt den Sidequest echt verkackt? Ey. Boah, Leute, das. Boah, das zackt gerade richtig hart, ne? Muss ich gerade mal so ganz ehrlich zugeben. Ja, gut, ja. Ich kann es nicht rückgängig machen. Ich habe keinen anderen Safe State. Ja, aber ich will, dass ihr am wenigsten seht, wenn ich von mir, von wem anders, dann werde ich euch jetzt gleich nach dem Part sozusagen den Bossfight von dem Speedrun, den ich halt gesehen habe, dann schneide ich das da halt einfach raus. Werde ich euch rein editieren halt, dass ihr es wenigstens gesehen habt. Ja, nee, echt, das macht mich jetzt gerade richtig fertig, ne? Finde ich richtig kacke. Weil es wäre einer der, das wäre halt der schwerste Bossfight gewesen, den wir hätten kriegen können. So. Und den hätte ich halt schon doch gerne mal gemacht. Weil wir jetzt halt auch schon alles andere so an schweren Sachen geschafft haben. Ja, das ist mies. Das riecht, also, ehrlich, Leute, ich bin, eigentlich bin ich nicht so einer, der dann sagt, komm, ne, machen wir es halt wann anders. Aber ich müsste das ganze Spiel nochmal durchspielen, komplett. Nur um nochmal an diese Stelle zu kommen. Und das ist mir ehrlich gesagt zu viel. Ich hoffe, das könnt ihr nachvollziehen. Alter. Ich bin richtig enttäuscht, ne? Ehrlich jetzt. Ja. Ich editiere euch das hier rein. Wir haben, der Part ist eh zu Ende. Ja, haut da rein und bis zum nächsten Part von Hollow Knight. Ja, wir sehen uns. Bis später. Tschüss. Auch mit einem eklig blösen Nachgeschmack. Aber naja, ich hoffe, ihr könnt mir das irgendwie verzeihen. Naja, gucken wir. Bis nachher.